Hallo und herzlich willkommen bei Anteil SC, der Livestream. Ich bin gerade in Cholakle und wir schauen uns mal heute hier einen Teil vom Ort an und wir gehen von hier vom Arcanus Trendline Resort bis zum Strand runter. Wir gehen am Death and Dream vorbei und das Death and Dream ist dort ganz zentral, wo wir auch gleich ein bisschen spazieren gehen werden und daher heißt auch heute auch das Video Ciel de Cholakle beim Death and Dream Hotel und Umgebung, denn wir werden uns dort ein bisschen anschauen, wie es hier jetzt im Winter ausschaut. Ich kann einmal die Kamera drehen, dann wissen auch sicherlich viele schon, wo wir hier sind. Da genau gegenüber sieht man das Diamond Elite Hotel. Das Hotel hatten wir auch schon mal vorgestellt gehabt. Wer das gerne anschauen will, kann es unter den Videos unter Hotels in Ziel und Umgebung unter der Playlist sowohl bei YouTube als auch bei Facebook anschauen. Gleich gegenüber ist die Militärkaserne. Dort haben sie ihr Hotel, sagen wir mal so, wo das Militär Urlaub macht. Und das ist auch der Blick in Richtung Side. Wenn wir uns in die Richtung hier drehen, haben wir hier das neue Hotel, das Arcanus Trendline Resort, genau gegenüber. Die aufgezählten Hotels haben auch alle zu. Jetzt im Februar. Und genau gegenüber sind die Alba Hotels. Hier zum Beispiel das Alba Queen Hotel, gleich nebenan ist das Alba Resort Hotel. Und wenn man dort hinten hinschaut, sieht man dort ganz hinten noch ein Hotel, das dort hinten, schaut mal, dass das jetzt genau im Blick fällt. Das ist das San Talia Hotel, das ist auf der Hauptstraße. Hat natürlich einen etwas weiteren Strandweg als andere Hotels. Und das ist hier der Weg in Richtung Ortsmitte. Und hier gibt es einen Weg, der führt hier direkt zum Death and Dream Hotel. Das ist auch da genau gegenüber. Also vor uns in unsere hier Richtung. Und wir gehen mal in die Richtung und schauen uns mal an, wie es hier im Februar ausschaut. Also ob jetzt Dezember, Januar, Februar, ist es hier nicht viel Unterschied. Das ist eigentlich alles ganz gleich. Von daher, dass man das auch mal hier gesehen hat im Winter in Cholakle, was einen erwartet, wenn man herkommen sollte. Das sind hier Wohnungen. Man kann hier überall in jeder Siedlung sowohl was kaufen als auch was mieten. Cholakle hat auch mehrere Siedlungen. Und hier sieht man Hunde. Schaut mal, hier steht sogar for sale zu verkaufen. Ein großes Plakat. Mehrere Hunde auch. Also es gibt hier immer etwas zum Kaufen oder zum Mieten in Cholakle. Und wir haben auch einen ganz, ganz herrlichen Tag von 18 Grad. Es wird auch die Tage, das Wetter sehr schön sein. Nachdem wir jetzt ein paar Tage Regen hatten, haben wir einen klaren blauen Himmel, einen tollen Sonnenschein hier vor Ort. Und da sieht man schon den Eingang vom Death and Dream Hotel. Und hier das Alba Queen. Und von dem Weg sind wir gekommen. Das Alba Resort und Alba Royal Hotel sind in der Richtung da. Und da sieht man das Death and Dream, was ja auch lange zu war.
Und hier ist auch ausgeschildert to the beach, das ist auf Englisch, das heißt zum Strand auf Deutsch, für alle, die nicht Englisch können. To the beach heißt immer zum Strand. Das ist an mehreren Stellen ausgeschildert, wo es zum Strand geht. Also to the beach heißt zum Strand, für alle, die es nicht wissen. Und man sieht, wie ruhig es hier ist. Das ist kein Vergleich zu den Nachbarorten Evrensaki, Kumkö und Side. Hier ist ja gar nichts los. Noch ist hier nichts los. Im Sommer ist es hier sehr belebt, zwischen Mai und Oktober. Aber im Winter ist hier, wie gesagt, gar nichts los. Und das ist hier das Stephen Dream nochmal. Von der Seite aus gesehen. In die Richtung, das muss ein Privathaus sein. Ich denke mal, das gehört dem Besitzer von den Alba Hotels, schätze ich mal ein, weil das genauso ausschaut wie die Hotels und gleich daneben an. Architektur ganz ähnlich. Kann sein, dass die Villa dem Besitzer gehört. Das ist eine Schätzung von mir, ich weiß es nicht genau. Und von hier aus kann man schon das schöne Meer sehen. Das herrliche Meer. Den Strand von Çolakle und Gündoğdu. Und da sieht man das Alba Royal Hotel. Mal da. Genau im Blickfeld sieht man das Alba Royal Hotel. Und hier geht's runter zum Strand. Wir können den Weg gleich hochkommen. Wir gehen von hier aus einen Teil der Promenade von Çolakle, gehen dann am Strand hier wieder hoch und dann die Straße hier hoch. Und hier sind immer Strandabschnitte, wie zum Beispiel vom Numa Club Side. Das Hotel sagt mir nichts. Vielleicht ist wieder etwas umbenannt worden. Das kann gut sein. Da kann man sehen, was sie hier für eine tolle Aussicht haben aufs Meer von der Beachbar. Hier sieht man auch ein bisschen Zement, dass hier was erneuert wird von der Beach Snackbar und Restaurant, dass hier die Fliesen erneuert werden. Und schaut mal, und hier essen die Leute meistens Mittagessen. Und hier wird auch was erneuert. Also die Vorbereitungen für die Saison 2024 gehen auch hier in Çolakle weiter.
Und genau gegenüber ist es wieder das Alba Royal Hotel und nebenan das Alba Queen Hotel. Und von da oben sind wir gekommen. Und wir gehen dann hier in die Richtung. Hier ist die Queens Beach Bar vom Alba Queen Hotel. Hier vom Diamond Elite Hotel, die auch einen Beach Service haben. Das Hotel haben wir, wie gesagt, schon mal vorgestellt gehabt. Hier ist die Beach Bar. Und hier ist die Promenade von Cholla-Kle. Und jetzt gehen wir hier ein Stück gegen die Sonne. Und außer mir scheint kein Mensch hier zu sein. Das ist ja wie eine Geisterstadt, eine verlassene Stadt im Winter hier. Und die Tage werden auch wieder länger. Normalerweise wäre es jetzt schon dunkel vor ein paar Tagen. Und man sieht, dass die Tage auch länger werden. Der Frühling ist bald da. Und so schaut es hier im Februar aus. Das Ganze schauen wir uns noch mal im Frühjahr an, im Sommer an und zu verschiedenen Jahreszeiten. Und die Promenade geht hier weiter. Und hier noch mal das Alba Royal, das Alba Queen und das Stephanie Dream Hotels. Und hier der Blick in Richtung offenes Meer, Strand von Cholla-Kle. Ich kann ja hier einen Teil der Promenade hochgehen und dann biegen wir da oben links ab. Das ist die Strandbar vom Alba Royal Hotel. Und hier vorne gibt es einen Vogelpark von den Alba Hotels. Hier sieht man viele Kaninchen, Vogelsorten. Da kann man auch reingehen und sich das anschauen. Genau hier. Jetzt ist es schon ein bisschen spät. Und da schlafen schon viele. Schau mal, da sieht man sogar Goldfasane. Die goldenen sind die Männchen, oben das braune ist das Weibchen. Bei der Vogelsorte.
Hier sieht man viele Hühnersorten. Und den Vogelpark darf man auch reingehen, sich das anschauen. Hier sind mehrere Volieren. Und da kann man schon außergewöhnliche Vogelarten sehen. Hier direkt vor dem Alba Resort Hotel. Schau mal, hier ist der Eingang vom Alba Resort Hotel. Und da geht's in die Ortsmitte rein. Hier geht die Promenade weiter. Und hier geht's runter zum Strand. Und da sieht man Alba Hotels Kerzhaus. Und da wieder den Vogelpark. Hier sieht man noch eine Katze. Schau mal, die geht sich gleich da verstecken. Das ist hier ganz praktisch gemacht, dass keine Hunde und sowas an die rankommen. Die haben auch super, die haben auch viel Futter da. Auch jetzt im Februar, also schaut mal, die Katzen werden hier gefüttert. Der ist ja hoch zum Fressen. Und hier sind, wie gesagt, viele Vogelarten. Hier sieht man weiße Fasane. Pfau meine ich, Entschuldigung. Fasane waren da vorne. Das ist Pfau. Das ist ein kleiner Panther. Spaß, eine kleine schwarze Katze. Sehr hübsch und sehr interessant. Wer hier im Daphne Dream oder in den Alba Hotels sein sollte, könnte mal hier vorbeischauen. Und da sieht man viele interessante Vögel. Also aber viele Federn auf den Füßen. Das ist ein Brahma-Huhn. Heißt die Rasse. Ist auch hier mal ausgeschildert, was das für eine Art ist. Und hier nochmal das Alba Resort Hotel. Der Strandausgang. Der Vogelpark. Die Promenade zwischen Palmen und wo es ausschaut wie ein Wald. Aber wir gehen hier runter zum Strand und schauen uns mal hier den Strand im Winter an. Man sieht, dass das auch alles hier gepflegt ist im Winter. Schaut mal. Das heißt, die Gärtner haben ihre Arbeit. Die ganzen Bäume sehen sehr gepflegt aus. So sieht das auch alles neu gepflanzt aus. Bei den Tieren sah alles ganz gepflegt aus. Und hier kann man auch tolle Bilder machen zwischen den ganzen Palmen mit dem Meer im Hinterblick. Und jetzt ist die Sonne. Hinter den Wolken. Das heißt, wir werden nicht viel von der Sonne sehen.
sieht man jetzt ein bisschen die Sonne. Also Sonnenuntergang ist heute hinter den Wolken. Schaut mal, das ist die Sonne, die heute herrliche 18 Grad hatte. Und für Leute mit Rollstuhl gibt es hier auch einen Weg runter zum Strand und Treppe auch für Leute, die keinen Rollstuhl fahren. Und ich finde, Cholakla hat einen sehr, sehr schönen Strand. Es ist hier sehr schöner, feiner Sand. Hier sind keine Felsen, keine Platten in dem Bereich. Vor dem Royal Alhambra Hotel gibt es viele Felsen und Platten, aber hier in dem Bereich gar nicht. Das ist ein tolles, also ein toller Sandstrand, sagen wir so. Ein tolles offenes Meer. Und man sieht, dass hier auch schon gestrichen wurde. Die Vorbereitungen am Strand sind hier losgegangen. Die Alba Hotels haben hier natürlich ganz viel Platz am Strand. In den drei Hotels. Das Alba Royal, das Alba Queen und das Alba Resort Hotel. Das gehört hier auch noch alles zu den Alba Hotels, was man hier sehen kann. Jetzt ist die Sonne weg. Und weit bis zum Strand hat man es hier auch nicht. Und das ist der Blick in Richtung Side. Und hier aus. Ist schon toll hier in Cholakla im Sommer. Im Winter ist hier wie gesagt gar nichts los. Aber wenn man nachdenkt, wie viele Hotels hier in Cholakla gibt, der Wintertourismus ist hier kaum. Denn wenn es hier 20 Hotels gibt, sind das 4 oder 5 Besitzer. Allein die Alba Hotels mit 3 Hotels, die Syrah mit 4 Hotels, die Orpheus-Kette. Der Konkurrenzkampf ist nicht so groß wie in den Nachbarorten. Schau mal, was für ein toller, feiner Sandstrand hier ist. Und wie groß der Strand hier von den Alba Hotels ist. Sehen, hier hört es auf. Und wirklich ein tolles Bild von hier aus.
Man kann von hier aus bis nach Side spazieren gehen. Von hier aus wären das, schätze ich mal, 7-8 Kilometer. 7 bis 8 bis zur Altstadt. Man könnte hier bis zum Strand spazieren gehen. Bis zum Strand, Entschuldigung. Bis nach Side spazieren gehen. Am Strand entlang. Und da oben sehen wir wieder das Daphne Dream Hotel. Also von der Fläche her ist Çorlaklı hier der größte Ort. Aber wie gesagt, im Winter der unbeliebteste Ort. Es ist hier kaum was los. Sehen wir auch. Ist ja nicht unser erstes Video. Jetzt im Winter von Çorlaklı. Man hat hier auch an vielen Stellen tolle Möglichkeiten, tolle Fotos und Videos zu machen. So wie wo wir jetzt auch da hochgehen. Wir gehen da gleich hoch. Dann sind wir gleich wieder vor dem Daphne Dream Hotel. Da sieht man Leute, die ein Lagerfeuer machen. Und das ist hier wieder der Blick in Richtung Günodo. Hier sieht man den Blick in Richtung offenes Meer und hier nochmal der Blick in Richtung Side. Und hier geht es wieder in den Ort rein. Und hier sieht man viele Beachbars von den Hotels, die hier im Sommer aufhaben. Hier ist von dem Jan Garden Resort die Beachbar. Und von hier sind wir gekommen
Und da vorne sind wir runtergegangen auf der Promenade am Alba Royal Hotel vorbei. Und wir gehen mal jetzt die Straße hier hoch zwischen dem Alba Queen und dem Alba Royal Hotel. Ja, die Sonne ist jetzt auch weg. Die Sonne geht ja zurzeit auch um ca. 18.30 Uhr unter. Den Weg sind wir gerade runtergegangen. Die Promenade, da haben wir einen Teil vom Sonnenuntergang sehen können. Und jetzt ist die Sonne komplett weg. Die ist hinter den Wolken. Und wir gehen jetzt hier den Weg, der in die Ortsmitte führt. Mal sehen, wo wir da rauskommen. Vom Strand aus hochgekommen. Wir gehen hier zwischen dem Alba Royal und dem Alba Queen Hotel die Straße hoch. Ja, man sieht, dass hier gar nichts los ist. Und von hier aus sieht man immer noch das Meer. Daran sieht man, wie hoch hier Çanakkale ist eigentlich im Vergleich zum Meer. Also Überschwemmung wäre hier unmöglich. Es sind schon ein paar Meter, die man hier hochgeht. Hier ist der Haupteingang vom Alba Royal. Alles zugemacht, zugeschlossen. Denn das Hotel hat ja zu. Wird auch ein Hotel komplett renoviert. Das sieht aus wie das Hotel, was dort einen neuen Namen hat wahrscheinlich. Das war vorher das Otium Hotel. Aber da gibt es ja einen neuen Namen, den ich nicht kenne. Das wird sicherlich das Hotel sein, was da komplett renoviert wird. Hier genau gegenüber. Und da sieht man jetzt da ein Hotel, hier ein Hotel, das Alba Royal, hier das Alba Queen. Also man sieht die Hotels, aber hier sieht es sehr ruhig aus. Wenn man hier die Straße runter geht, kommt man direkt in die Einkaufsmeile. Aber das schauen wir uns dann einen anderen Tag an. Und dann sind wir hier wieder beim Arcanus Trendline Resort Hotel. Das ist das weiße Hotel hier. Und wenn man die Straße noch gute 300 Meter weiter geht, dann ist man gleich beim Diamond Elite Hotel, das Hotel ab 16, also 16 Plus Hotel. Da sieht man schon das Gebäude da vorne links, das weiße Gebäude. Ja, und das ist hier halt Çanakkale,
im Winter an dem Bereich hier. Wie gesagt, wir haben uns schon einige Orte von Chulak angeschaut im Winter. Aber hier haben wir es noch nicht angeschaut. Und man sieht das hier auch, wie schon in den anderen Bereichen von Tscholakle gar nichts los ist. Und hier sind wir runtergegangen. Hier geht es runter zum Death and Dream. Das ist das Gebäude da vorne. Und hier steht auch schon wieder mein Auto. Und dann möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.